herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem besonderen Abend heute. Ganz im Zeichen einerseits des Vollmondes, der schon lacht seit ein paar Stunden ganz voll draußen am Himmel. Und ich hoffe, ihr habt euch jetzt ein Plätzchen suchen können, schon, wo ihr euch entspannen könnt und genießen könnt. Es ist ja gleichzeitig ein ganz besonderer Tag, den viele feiern. Jetzt bei uns nicht so in Europa, aber im asiatischen Kulturkreis ganz, ganz viele, von Tibet beginnend über Indien, über natürlich eben China und all die Länder, die dort in der Region sind, nämlich, die alle feiern mit unterschiedlichen Namen den Geburtstag von Buddha. Und für mich war Buddha zunächst wirklich nur, vielleicht ist es euch auch so gegangen, als noch das Spirituelle noch nicht so sehr präsent war in eurem Leben oder nicht so sehr bewusst war, habe ich immer mehr gemerkt, okay, zunächst habe ich gesehen, da sind so ganz viele Engel bei den Menschen in den Wohnzimmern und überall. Und irgendwann habe ich gesehen, ah, da kommt auch ein Buddha. Und das war aber für mich eben mehr so diese Symbolik, die gut tut, der gute Energie ausstrahlt. Aber dass da eine Seele da ist, die immer da ist, die wir jederzeit rufen können und jederzeit auch um Rat bitten können, das war mir irgendwie so zu Beginn vor einigen Jahren noch nicht so klar. Für die, die natürlich Buddhismus praktizieren, ganz, ganz hingebungsvoll, eben auch meine größte Bewunderung. Man lernt eben dort einfach die ganzen Texte auch, die Sutren. Sutra ist der Name für heiligen Text. Und man verbindet sich auf diese Weise oft auch dann mit Mantren, die mit den Sutren verbunden sind. Eben mit all diesen 84.000 Wegen und Botschaften von Buddha, die er auf Mutter Erde gebracht hat, um uns zu helfen. Und wenn man so reinblickt in seine Geschichte, dann ist die voll faszinierend. Und ich habe da ganz ein liebes Buch, wenn es euch mal interessiert. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht sogar für Kinder geschrieben ist, aber für Erwachsene auf jeden Fall ganz wundervoll zu lesen. Prinz Siddhartha, das Leben des Buddhas. Eben Siddhartha Gautama war der weltliche Name jener Seele, die wir heute als historischen Buddha kennen. Und er wurde in ein Königshaus geboren. Und der Papa-König hat, um es jetzt einfach zu formulieren, relativ bald etwas Unruhe empfunden, weil alle, die ihm so als auch Zukunftsseher zur Seite gestanden sind, die haben eben dem kleinen Sohnemann prophezeit, dass der nicht lange im Königshause bleiben wird. Und das hat ihn natürlich total unruhig gemacht. Siddharthas Mutter selbst war auch sehr, sehr bewusst, was passiert. Sie hat ihm zum Beispiel eben zunächst im Traum gesehen, dass eben da ein großer Elefant, und da steht ja auch für ganz viel Besonderes, käme, und sie hat ihm auch so in den Träumen und davor schon gespürt, dass da ein besonderes Kind kommt und dass dieses besondere Kind dann interessante Ideen bekommt. Wie gesagt, das hat der Vater schon gewusst. Und ich habe das Buch eben so in der Verbindung mit Buddha davor gebeten, sich dort aufzuschlagen, wo eine schöne Botschaft drinnen ist für uns. Und das war sehr schön. Und da werde ich jetzt ein paar Zeilen vorlesen, so um reinzufühlen, wie ging es dem Buddha damals in dieser Zeit. Und dieses Kapitel heißt Eine Vision des Friedens. Und wir sehen da schon merklich einen nicht sehr glücklichen Siddhartha in den Königsräumen, Räumlichkeiten in seinem Schloss, vom Vater beobachtet, von den Ministern beobachtet. Aber selber in ihm haben Dinge begonnen hochzukommen,
die ihn traurig gemacht haben. Und ich lese jetzt einfach ein paar Zeilen vor und dann versteht man vielleicht so diesen Weg, den er gegangen ist, besser. Immer tiefer versank der Prinz in Schwermut. Es hatte den Anschein, als hätte er jegliches Interesse verloren. Er aß kaum noch etwas und allmählich begann er blass und kränklich auszusehen. Der König und alle anderen waren bestürzt über die unglückliche Veränderung, die ihren geliebten Siddhartha überkommen hatte. Eines Tages trat der Prinz vor den König. Vater, so sagte er, in letzter Zeit war mein Geist sehr aufgewühlt. Eine große Unrast hat mich erfasst und daher bitte ich um eure Erlaubnis, dass ich den Palast ein weiteres Mal verlasse. Vielleicht wird ein Ortswechsel mir Erleichterung verschaffen. Ohne zu zögern gab der König seine Einwilligung, denn nichts wollte er unversucht lassen, das seinem Sohn gefallen und ihn wieder froh machen könnte. Wie zuvor aber wies er ein paar seiner engsten Vertrauten an, sich in der Nähe des Prinzen aufzuhalten und ihn nicht aus den Augen zu lassen. Dieses Mal sattelte der Prinz sein Pferd, Kantaka, selbst, ritt zum königlichen Anwesen hinaus und begab sich auf die Suche nach einer schönen Landschaft. Er kam schließlich zum Rand eines Ackers und stieg vom Pferd. Seine Begleiter blieben dicht hinter ihm. Mit allerhand Geschichten, Neuigkeiten und Hofklatsch versuchten sie ihn zu unterhalten, aber er schenkte ihm unnützen Gerede keine Beachtung. Daher ließen sie ihn bald wieder allein und schwatzten miteinander. Siddhartha ließ seinen Blick über die Felder schweifen, ein Bauer pflügte mit einem Ochsengespann den Acker, Vögel zwitscherten und die Sonne schien hell. Wunderbar ist es hier, dachte er. Die Furchen dort sehen aus wie kleine Wellen auf einem See. Er setzte sich nieder und zum ersten Mal seit langer Zeit entspannte sich sein Geist. Doch als er sich vom Anblick vor sich näher zuwendete, sah er einiges, das er zuvor nicht bemerkt hat. Dort, wo der Pflug die Erde aufgeworfen hatte, sah er die Körper hunderter kleiner Insekten, die von der scharfen Kante des Pflugschar getötet worden waren. Und unzählige weitere Insekten sah er ziellos hin und her rennen, da ihre Behausungen zerstört waren. Und auch die Vögel sangen nicht aus lauter Freude. Ständig waren sie auf der Suche nach Nahrung, stürzten herab und pickten die angsterfüllten Insekten auf. Und die kleineren Vögel flatterten ängstlich herum in Furcht vor Habichten und anderen Raubvögeln, die hungrig über ihn kreisten. Und er sah auch, wie die Ochsen sich abmühten, den schweren Pflug durch den Acker zu ziehen. Die Peitsche des Bauern zeichnete schmerzhafte Streifen in ihre schweißtriefenden Flanken. Schwer war auch die Arbeit des Bauern. Auch ein grober, sonnenverbrannter Körper glänzte vor Schweiß. Was für ein Kreislauf des Elends, dachte der Prinz. Dieser Bauer, seine Tiere, die Vögel, die Insekten, alle arbeiten sie den ganzen Tag, um genügend Nahrung zu haben und in Glück und Frieden zu leben. Aber in Wirklichkeit töteten und verletzten sie einander dauernd. Wie bedauernswert kommt mir diese Welt vor. Das Herz des Prinzen war voller Mitgefühl für all diese leidenden Geschöpfe. Er hasste es, sie so unglücklich zu sehen. Unter einem Rosenapfelbaum fand er einen schattigen Ort, wo er sich niedersetzte und in tiefe Meditation verfiel, über das, was er gesehen hatte. Und je tiefer er in das Wesen allen Leidens sah, das ihm begegnet war, desto gesammelter und ruhiger wurde sein Geist. Er erlebte eine innere Stille unvergleichbarer Art. Mit einem vollkommen zur Ruhe gelangten Geist begann er nachzudenken. Jedes Lebewesen sucht Glück, doch die meisten sind durch ihre Unwissenheit und ihre vielen Wünsche zu geblendet, dass sie nichts als Unglück finden. Angst, Enttäuschung, Hunger, Alter, Krankheit und Tod, das ist der Lohn all ihrer Mühen.
Jetzt, da ich dies erkenne, bin ich an den kleinen und veränderlichen Freuden dieser Welt nicht mehr interessiert. Ich muss etwas finden, das mir dauerhaften Frieden und Glück schenkt. Wie aber könnte ich mich damit begnügen, nur mich selbst zum Leiden zu befreien? Ich muss einen Weg finden, der auch allen anderen Lebewesen hilft. Sie alle waren so gut zu mir und sie alle müssen unendlich leiden. Ich muss einen Weg finden, der diesen Leiden ein Ende setzt und ihn dann aller Wesen mitteilt. Nachdem der Prinz diese Meditation des Mitgefühls beendet hatte, öffnet er die Augen. Vor ihm stand ein Mann in der Kleidung eines Bettlers, den er noch nie zuvor gesehen hatte. Seine Augen waren ruhig und klar. Und in seinem Gesicht leuchtete ein tiefer Friede. Sag mir, fragte der Prinz, wer bist du? Der Mann antwortete, ich bin jemand, den das Leiden dieser Welt betroffen gemacht hat, und ich bin der sogenannten Freuden, die man angeblich im Zusammensein mit anderen findet, überdrüssig geworden. Deshalb ziehe ich mich nun alleine zurück. Ich habe mein Zuhause aufgegeben, lebe und schlafe in Höhlen, im Wald oder wo auch immer ich sein mag. Ich habe nur einen einzigen Wunsch. Ich möchte das höchste und vollkommenste Glück erringen. Nach diesen Worten verschwand der Mann, wie von Zauberhand entrückt, und der Prinz blieb zurück in Erstaunen und übergroßer Freude. Endlich habe ich nun den wahren Sinn meines Lebens gefunden, dachte er. Auch ich werde mein Zuhause aufgeben und mich auf den Weg machen, in das wahre Glück und das Ende allen Leidens zu finden. Und mit diesem festen Entschluss stieg er auf sein Pferd und ritt zum Palast zurück. Mit diesem Eindruck kann man mal kurz die Augen schließen. In ganz tiefer Wertschätzung, in tiefer Achtung vor Buddha, Siddhartha Gautama, bitten wir seine Seele zu kommen. Und all die großen Seelen können sich unterteilen. Und wenn es für euch angenehm ist, entweder vor euch Platz zu nehmen, oder gerne auch in eurem Herzen Platz zu nehmen. Geliebte Seele von Buddha, wir lieben, ehren und wertschätzen dich. Bitte komm zu jedem Einzelnen von uns und nimm Platz vor uns oder in unserem Herzen. Und um diesen Moment vielleicht noch bewusster zu erleben, werde ich meinen Herzensgesang singen, gleichzeitig meine Stimme Buddha borgen, sodass Buddha durch mich singt, was wir alle machen können. Wir können immer auch in diese Verbindung gehen mit Heiligen und wir unsere Stimme herborgen und wir ihnen einfach die Möglichkeit geben, einfach ihre Frequenz und Schwingung durch uns im Gesang auszudrücken. Das ist ein intuitiver Gesang. Kein Gesang, der uns jetzt irgendwo vielleicht bereits schon bekannt ist. Er ist immer unterschiedlich, dieser Herzensgesang. Wir sagen in den Lehren von Dr. und Master Shigang Sha auch Seelengesang dazu, weil wir uns entweder mit unserer eigenen Seele verbinden oder mit der Seele eines Heiligen. Ihr könnt euch vollkommen entspannen, vielleicht hinlegen, wie einige es schon gemacht haben. Und wir öffnen eine wunderschöne Lotusblüte, entweder im Herzen oder eben vor uns, wo auch immer wir Buddha bitten zu kommen und Platz zu nehmen. Mit ganz vielen wunderschönen Blütenblättern. Und spüren und fühlen und vielleicht mit dem inneren Auge sehen,
Shakyamuni Buddha, auf Chinesisch Sichamonifu, oder eben auf Deutsch der historische Buddha, Platz nimmt und zu uns kommt. Ganz viel Freude und Wertschätzung und Dankbarkeit sind wir jetzt so in Gedanken auf Seelenebene 108 Räucherstäbchen an. Wundervoll duftende Räucherstäbchen, alle gleichzeitig. Und drücken damit so wie mit 108 wunderschönen Kerzen drücken damit unsere Dankbarkeit aus und unseren größten Wunsch und alles, alles Gute zum Geburtstag, lieber Bruder. Und er ist in der Stellvertretung jetzt da. Buddha ist das Wort für erleuchtete Person, Erleuchteter für den Heiligen. Für uns im Westen sagt man Heilige, im Asiatischen sind es die Buddhas. Und so können wir natürlich auch Danke sagen zu allen himmlischen Wesen, die uns so persönlich begleiten. Und das ist vollkommen okay. Wenn wir zum Beispiel Buddha rufen, kann sein, dass gemeinsam Jesus mitkommt oder Mutter Maria mitkommt. Da gibt es keine Trennung auf diesen Ebenen. Alle wollen sie uns helfen, uns unterstützen. Aber heute natürlich zu Ehren und als Wertschätzung und Dankbarkeit. Verbinden uns Herz zu Herz mit Buddha. Und eine ganz besondere Möglichkeit ist dazu auch die Tau-Kalligrafie zu nutzen, die aus eurer Sicht an meiner rechten Seite ist. Die durfte ich zu einem besonderen Anlass, in einem besonderen Retreat, also einem Workshop mit Dr. Master Shah in Kanada schreiben.
War das erste Mal überhaupt, dass ich so eine große Kalligrafie schreiben durfte. Und da steht drauf Fo Shin. Fo heißt Buddha, Shin heißt Herz. Also eben oben sehen wir das Wort für Buddha und unten sehen wir das Herz. Im Herzen selber sehen wir vielleicht, erinnert an diese liegende Acht, auch eine wunderschöne Symbolik der Unendlichkeit. Und in dieser Symbolik ist auch unsere besondere Herzqualität drinnen, dass wir uns wirklich unendlich weit verbinden können mit unendlich vielen Seelen, mit unendlich vielen Heiligen, mit einfach dem unendlichen Raum in allen Sternen, Planeten, Galaxien, Universen. Und so wollen wir alle einladen, die kommen wollen heute. Alle Heiligen, all unser himmlisches Team, wie wir dazu sagen, das sind eben jene Wesen, aufgestiegene Meister, Engel, Erzengel, Heilige, himmlische Tiere. Es können Hunde sein, Flügel, es können, was kommt noch alles, was ich gerade sehe. So, einige von uns haben so große Federtiere, die aber hinten raus auch wieder so, ja, so drachenartigen Rücken haben hinten raus. Da kommen ganz lustige Figuren. Könnt ihr selber hinspüren, welche himmlischen Tiere so bei euch sind. Und all die rufen wir, all die mit größter Freude, die jetzt heute einfach so sich zu diesem Vollmond auch treffen wollen mit uns. Alle Heiligen, alle auch entferntesten Seelen auf Sternen, Planeten, Galaxien und Universen. Wir lieben, ehren und wertschätzen euch. Kommt gerne zu uns, um jetzt ein Mantra zu chanten, während ich es für uns, die jetzt physisch da anwesend sind, nachfahre, die Kalligrafie. Nämlich die Kalligrafie Fo Shin. Buddhas Herz. Davon sprechen wir jetzt nicht von diesem menschlichen, physischen, körperlichen Herzen, das als Königin der Organe natürlich eine wundervolle Aufgabe hat in unserem Körper, sondern wir sprechen mehr von diesem spirituellen Herzen, von diesen Qualitäten des Herzens Buddhas. Und es steht auch wieder mal stellvertretend für Heilige, also eben das Herz von einem Heiligen. Wie ist das? In der Geschichte davor haben wir schon gespürt, es ist voller Mitgefühl. Es ist auch voller Wunsch zu dienen, wie wir aus der Geschichte rausgehört haben. Das Mitgefühl war besonders natürlich groß. Das hat Siddhartha angetrieben, dass er eben rausgegangen ist und einen Weg finden wollte, dass wir Menschen einfach rauskommen aus dieser Schleife des Leidens. Und in einem Satz ist es die Meditation, die uns dabei den Weg ebnet. Aber wenn wir uns jetzt mit Fo Shin verbinden und ihr könnt es einfach genießen, das Licht, das jetzt von der Tao-Kalligrafie kommt und das Licht, das vom Buddha kommt, der vor oder in euch Platz genommen hat, einfach nur spüren, was es macht, wenn unser Herz, unsere Herzensqualitäten, unsere menschlichen Qualitäten sich verändern beginnen und diese Qualitäten erlangen eines Heiligen. Wenn ich in unterschiedlichen Lebenssituationen bin, versuche ich möglichst oft daran zu denken, nachdem ich einen sehr, sehr nahen Jesus-Bezug habe, wo ich mir die Frage stelle, wie wird Jesus jetzt handeln, wie wird Jesus jetzt tun, wie wird Jesus jetzt antworten. Wünschenswert wäre es, wenn es mir immer gelänge. Bitte, 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 lass es mich immer gelingen. Und so eben ist es genauso mit Buddha, wenn wir einfach immer wieder durch die Augen dieser bedingungslosen Liebe schauen, immer wieder durch die Augen der bedingungslosen Vergebung, immer wieder durch die Augen dieses größten Mitgefühls und einfach unser größtes Licht sind, unsere größte ja, Klarheit sind und so vieles mehr. Und das kommt jetzt sozusagen als weiterer Teil unserer Verbindung jetzt mit Buddha und den Heiligen
Ich fahre für euch die Kalligraphie nach. Das öffnet sozusagen dieses Lichttor dieser besonderen Kunstform, die aber viel, viel mehr ist als Kunst. Und aus diesem Lichttor kommt jetzt ganz viel Licht zu euch. Und am einfachsten könnt ihr es so machen, dass ihr euch ganz liebevoll mit Buddha verbindet. So einfach ganz viel Liebe schicken zu Buddha. Ohne dass wir jetzt was uns wünschen und unsere Anliegen denken und was auch immer, wie es uns gerade geht, sondern einfach nur ganz liebevoll verbinden. Und ich stelle mir vor, eine goldene Lichtkugel in Händen zu halten. Und mit dieser goldenen Lichtkugel fahre jetzt die Kalligraphie eben für euch nach. Und ihr könnt euch komplett entspannen. Fushin,
Wir spüren, wie das Licht aus unserem Herzen jetzt in jedes Organ unseres Körpers scheint, in jedem Bereich unseres Körpers. Das heißt, dieses Licht, das sich jetzt aus unserer Herz-zu-Herz-Verbindung mit Buddha eröffnet hat, hat sich ausgebreitet bis hinauf zu den Haarspitzen, bis hinunter zu den Fußsohlen, innen und außen, körperlich, im physischen Körper, im mentalen Körper, der Geist, der mentale Geist, sitzt er auch im Herzen, gemeinsam mit unserer Seele, das heißt aus der DCM wissen wir, das Herz beherbergt Seele und Geist. Und so schön, wenn es dort im Herzen ganz viel reinstes Licht ist und hinausstrahlt in jedes Organ, jede Zelle, in unsere Aura hinaus. All das vielleicht, was wir so aus den letzten Tagen noch mitgenommen haben, aus Energien, die nicht zu uns gehören. All das löst sich im Licht auf. Und natürlich dort, wo ganz viel Licht ist, ist ganz natürlich, dass sich auch Schatten zeigen. Gott sei Dank, dass sie sichtbar werden. Und so kann man vielleicht auch unsere eigenen Schatten anschauen beginnen, ganz liebevoll, ganz wertschätzend, ganz herzlich. Und dort einfach ganz viel Licht hinfließen lassen. Ganz viel Herzenswärme, ganz viel auch dieses Mitgefühl, das Buddha hatte. Bei jedem von uns ist jetzt die Seele von Buddha. Und in seinem Mitgefühl spürt er genau so, wie es uns gerade geht. Mit all dem, wo wir Gedanken über uns haben, die uns nicht weiterbringen, sondern die uns eigentlich blockieren, die uns schlechter machen, die uns kleiner machen. Und alles ist okay, dass es so ist. Und gleichzeitig kann man das Licht bitten, das jetzt da ist. Buddhas Liebe und Buddhas Mitgefühl bitten, uns einfach zu stärken und in diese Größe zurückzubringen, die wir eigentlich sind. Also wir beobachten unsere Gespräche über uns selbst, unsere Gedanken über uns selbst. Beurteilungen von uns selbst. Und dort rein schickt man ganz viel Licht. Und spüren, wie sich das beginnt zu lösen. Und ganz viel Leichtigkeit kommt. Dieser Leichtigkeit möchte uns Buddha helfen, unser wahres Selbst zu sehen. Und dieses wahre Selbst von uns, das ist
so unendlich lichtvoll, kraftvoll. Unser wahres Selbst hat eine Liebe in sich, die ist so viel mehr als menschliche Liebe jemals sein kann. Die kann bedingungslos vergeben, dieses wahre Selbst von uns. Hat das allergrößte Mitgefühl. Und dieses wahre Selbst hat so viel Licht. Und wenn wir tiefer reinspüren, dann hat unser wahres Selbst eine große, wundervolle Form der Demut, dass sich einfach verbinden können, uns ausrichten können, uns auf den Himmel. Den Himmel spüren können, wirken lassen können, durch uns arbeiten lassen können. Und wenn wir so reinspüren, dann hat unser wahres Selbst so diesen tiefsten Wunsch, dass alle in Harmonie sind und möchte überall größte Harmonie erschaffen. Und unser wahres Selbst hat auch ein unendliches Empfinden von Fülle. Kein Getrenntfühlen mehr. Kein Limitiertsein, sondern einfach ein unendliches Gefühl, alles ist möglich. Unser wahres Selbst ist felsenfest davon überzeugt, dass wir alles heilen können in uns. Dass wir die größten Selbstheilungskräfte bereits haben. Oder eben jegliche Form von Beziehung in der Familie, mit Freunden, mit Bekannten, am Arbeitsplatz einfach einfachst transformieren können in größter Fülle. Und natürlich darf das auch in die materielle Fülle gehen. Spirituell erwacht zu sein, heißt nicht, dass ich mich wieder meinen uralten Armutsgelübden hingeben muss, die ich vor Leben vielleicht abgelegt habe und deswegen heute ein komisches Gefühl zum Thema Geld und Materie habe. Wenn diese Gefühle da sind, dann lassen sich die auch transformieren, weil es ist okay, um in unendlicher Fülle zu leben, weil wir wollen sie ganz, ganz dankbar und wertschätzend nutzen, um allen zu helfen. Wie viel Tausenden, Millionen Menschen könnte man helfen, wenn wir in der Lage sind, auch die finanziellen Mittel dafür fließen zu lassen. Und so hat unser wahres Selbst diese größte Form an Dankbarkeit in sich, diesen größten Wunsch, allen Seelen zu dienen, diese Bedingungslosigkeit und das Schöne ist, sie hat diese besondere Form an Erfüllung. Dieses wahre Selbst in uns hat diese größte Form an Erfüllung oder auch Erleuchtung. So, lassen wir uns jetzt mal auch noch tiefer ein auf diesen Blick, nämlich den Blick heraus aus unserem menschlichen Auge. Hinein in den Blick des Himmels auf uns. Und wir sind bereit, jetzt ein bisschen loszulassen aus diesen all den Dingen, die uns so festhalten, mit dem kleinen Menschlichen, diesem getrennten, beschränkten Menschlichen und machen auf und sagen, okay, lieber Buddha, bitte zeig mir, wer ich wirklich bin. Und so kann man das jetzt einfach mal genießen, diese Reise in der Stille, dass uns Buddha jetzt mitnimmt, anhebt, den Schleier hebt. Und uns öffnet für den Blick auf unser wahres Selbst.
Und vielleicht seht ihr eine riesengroße Lichtgestalt, die euch vielleicht ähnelt, so von den Konturen her, von euren Zügen her, aber einfach nur viel, viel größer und lichtvoller. Und es ist durchaus okay, auch diese Perspektive jetzt ein bisschen zu verlassen und so in diese himmlische Perspektive auf uns zu schauen, so technisch gesprochen, so das Zoom ein bisschen zu erweitern, den Weitwinkel zu erweitern, diesen größeren Blick zu bekommen. Und in der Reise lasse ich jetzt kurz einmal so in dieser Betrachtung, was auch immer sich zeigt, vielleicht zeigt sich was, vielleicht kommen euch Gedanken, Empfindungen, vielleicht kommen euch Bilder. Vertraut dem und lasst dies zu, was jetzt kommt. Es kann ganz, ganz, ganz besonders sein.
Und in dieser schönen, einmaligen Verbindung, die sich da zeigt, könnt ihr auch euer höheres Selbst, euer größtes Sein, wie auch immer ihr dazu sagen wollt, einfach auch bitten um eine Botschaft. Geht ganz einfach. Mein liebstes, höchstes Selbst oder meine ursprüngliche Seele oder wie auch immer wir dazu sagen wollen. Ich liebe, ehre und wertschätze dich. Bitte schick mir eine Botschaft in mein Herz. Lass sie mich aufnehmen, hinauf senden in mein Gehirn und ohne meine Gedanken zu benutzen, einfach auszusprechen. Was kommen da jetzt für Botschaften, Wörter, Eindrücke, Gefühle, wenn wir uns mit unserem höchsten Selbst verbinden? Vielleicht kommt Dankbarkeit. Vielleicht kommt ein schöner Hinweis auf etwas. Vielleicht spüren wir ganz viel Leichtigkeit. Weil unser wahres Selbst hat diese Leichtigkeit. Oder vielleicht ist einfach so ein ganz angenehmes Gefühl an Freude da. Ein lieber Freund, Mentor und einer der leitenden Master Teacher der Tao Academy, Dr. Peter Otowa, immer wieder so im Zusammenarbeiten den Satz gesagt: I enjoy myself. Oh, I enjoyed myself. Da haben wir gedacht, wie soll ich das jetzt übersetzen? Wie fühlt sich das jetzt an? Mich selbst genießen? Mich an mir selbst erfreuen? Aber so schön kann das Leben sein, dass wir einfach Freude und Leichtigkeit mehr in diesen Alltag bringen, der uns gerade durch unsere Beurteilungen oft uns das Leben selber etwas schwieriger macht. Und wenn wir uns dann mit unserem wahren Selbst, unserem höchsten Sein verbinden, dann kann man wieder diese Leichtigkeit gewinnen. Und das geht natürlich am einfachsten in der Meditation. Oder wir verbinden uns mit Buddha, so wie heute. Oder einfach auch, weil wir es uns körperlich leichter vorstellen können, mit dem Mond. Geliebter Vollmond. Wir sind dir so dankbar für deinen bedingungslosen Dienst. Was würden wir ohne dich machen auf Mutter Erde? All das, was du zu unserem Leben beiträgst, du hast so große, besondere, kraftvolle Wirkung auf unser Leben, auf das Wasser, auf unser Sein. Und so wollen wir jetzt diese Fülle und diese
wunderschön beruhigende Kraft des Vollmonds eben auch noch aufnehmen. Und nachdem auch der Mond sehr, sehr schön auch das Symbol ist für die Yin-Kraft, für diese beruhigende, auch nächtliche, weibliche Kraft, die Sanftheit, aber ebenso die Kraft, die wirklich alles hält. Wer hält die Familie? Es ist immer die Frau, die die Familie halten kann. Diese Sprichwörter kommen nicht von ungefähr, dass hinter jedem starken Mann eine starke Frau steht. Wenn diese Yin-Yang-Verbindung in ihre Kraft gehen kann, ist das das Größte, was man überhaupt erleben kann. Genauso für unsere Gesundheit. Wenn wir in uns merken, das sind Schmerzen irgendwo, das sind Entzündungen, ist es einfach ein Yang-Überschuss. Da ist zu viel Yang-Energie da oder eben entweder und zu wenig Yin-Kraft da, die das entspannen kann, beruhigen kann, ausgleichen kann, die das Feuer sozusagen als Wasser wieder löschen kann. Und so wollen wir den Mond in seiner vollen Kraft und vielleicht schöner auf Italienisch La Luna, also in dieser weiblichen Kraft, in unser erstes Chakra bitten. Bitte komm in unser erstes Chakra. Wir können auch die Hände, wenn wir jetzt nicht eingeschlafen sind, was auch okay ist, wir können auch die Hände so 10 cm weit weg von unserem Unterbauch halten, auf Höhe eben des ersten Chakras und einfach spüren, das Licht spüren, die Energie spüren, die sich dort jetzt sammelt, über die Kraft des Mondlichtes. All der weiblichen Yin-Kraft darin. Und ganz, ganz simpel, ich kann jede kraftvolle Seele bitten, so wie der Mond. Ich kann um Heilung bitten, ich kann daraus ein Mantra machen. Lieber Mond, bitte stärke mein erstes Chakra und fülle mich mit Yin-Energie. Lieber Mond, bitte stärke mein erstes Chakra und fülle mich mit Yin-Energie. Lieber Mond, bitte stärke mein erstes Chakra und fülle mich mit Yin-Energie. Danke, danke, danke. Diese Kraft nutzt man, diese pure weibliche Kraft, die auch Mutter Erde hat. Aber jetzt auch in der Vollmond ganz besonders zeigt uns, dass wir wirklich in Weichheit, in
Sanftheit und für die Frauen eben in ihrer Weiblichkeit alles heilen können. Und auch für die Männer unter uns, dass es diese gesunde Balance gibt aus Männlichkeit und Weiblichkeit in uns. So kann man natürlich die Hände ganz entspannt auch auf den Unterbauch legen. Kann das Licht, das sich jetzt formt, im ersten Chakra einfach auch strahlen lassen in alle Bereiche meines Körpers. Ich kann zum Beispiel eben aus Moonlight, Mondlicht auf Englisch, ein Mantra machen. Moonlight, 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 Moonlight. Moonlight, 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 Moonlight. Auch die Seele vom Buddha mit der Lotusblüte, auf der er sitzt, die hat jetzt Platz genommen, ebenso im ersten Chakra. Und wir spüren, wie sich diese Lotusblüte ausdehnt und ausdehnt. Und irgendwie so umhüllt vom Mondlicht, beschützt vom Mondlicht, nimmt diese Lotusblüte jetzt eine Form an, wo wir beide nebeneinander sitzen können. Buddha und du. Und wir spüren, wie schön langsam unser Körper leichter wird, weil sich auch diese Lotusblüte erheben beginnt. Sie hebt uns und nimmt uns mit auf eine Reise hinaus aus dem Gebäude, wo wir sind, drüber hinaus über den Ort, wo wir sind, über das Land, wo wir wohnen. Und so ähnlich, wie wir es aus dem Flugzeug vielleicht kennen, wir blicken die Erde von oben, die Lichter der Städte, der Straßen. Und wir kommen höher, höher, höher und auf einmal sehen wir wieder die Sonne. So ein wunderschöner Moment oft, wenn man im Himmel diesen Blick hat und diesen Sonnenaufgang im Horizont hat. Aber es geht höher, weiter, 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 weiter. Vorbei am Mond, vorbei an unserem Planeten, unseres Sonnensystems. Hinaus aus unserem Sonnensystem, weiter, 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 weiter.
weiter, 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 über verschiedenste Sonnensysteme, Galaxien hinweg, weiter, 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 weiter. In eine Dimension, wo uns Buddha einlädt, in sein reines Land zu kommen, das er auch hat. Er hat im Himmel auch, so wie Jesus seinen Bereich hat und seine Ebenen hat, wie Kuan Yin oder Amitofo deren Länder haben und deren Bereiche, hat auch Shakyamuni Buddha, Sakyamuni Fu, sein Bereich, sein Land. Kommen an auf einen Platz, wo wir, wenn wir uns so umschauen, ein weiter Platz mit vielen schönen Gebäuden. Wir würden es vergleichen mit ähnlich Tempelgebäuden bei uns, aber ganz bunt teilweise, mit ganz vielen schönen Mustern, Verzierungen. Kann teilweise so ein bisschen rausblicken, sehen besondere Berge, ebenfalls mit Tempeln auf diesen Bergen. Und wir wurden willkommen geheißen von Vielzahl himmlischer Wesen, die durchaus so menschliche Formen haben. Es gibt eine Art Nektar, den jeder erhält von uns. Scheint wohl so ein Begrüßungsnektar zu sein. Während wir diesen Nektar trinken, merken wir schon, dass da was ganz was Besonderes mit unserem Körper passiert, der da jetzt auf Reisen gegangen ist. Wenn man so beobachten, spüren und sehen wir, dass wir noch lichtvoller wurden. Was man fast nur so aus Filmen oder Märchen kennt, aber diese, alles beginnt so zu glitzern und zu leuchten in uns. Da Früchte dort, die wir erhalten. Und auch diese Früchte haben ganz besondere Frequenz und Schwingung. Jeder bekommt so seine Frucht. Und ihr könnt ganz persönlich hinschauen, was ist eure Frucht, die ihr erhalten habt. Ich sehe goldene Kirschen, ich sehe Ananas. Ich sehe auch Früchte, die wir so jetzt nicht zuordnen können, weil es in unserer Welt, die nicht in dieser Form nicht sichtbar sind, nicht gibt. Und auch diese Früchte dürfen wir zu uns nehmen. Und wir spüren, dass wir ganz besondere heilsame Vitamine und Mineralien und Spurenelemente und Inhaltsstoffe über diese Früchte erhalten haben. Viel, viel mehr als was wir uns denken, dass wir auf Basis von Früchten zu uns nehmen können.
in ganz tiefer Dankbarkeit spüren wir, wie unsere Seelen sich dort verbeugen. Und gleichzeitig auch, wie wir dort ausdrücken, unsere Geburtstagsglückwünsche für Shakyamuni Buddha. Und all unsere Seelen halten dort Räucherstäbchen in Händen, in tiefer Dankbarkeit, in tiefer Wertschätzung, in tiefer Liebe. Und aus diesem Beisammensein heraus werden wir geleitet in einen speziellen Tempel dort. Tore gehen auf, ganz, ganz groß, ganz, ganz weit, ganz, ganz lichtvoll, ganz, ganz kraftvoll auch. Wir riechen besondere Düfte, wir hören besondere Klänge und auch Gesänge. Und dürfen an einem Ort in diesem Tempel Platz nehmen, der so rundlich geformt ist, wo wir so im Oval sitzen. Und das, was dort geschieht, ist, dass unsere Seele, unsere Seelen, natürlich alle von uns, ganz viel Weisheit auf Seelenebene, ganz viel Erkenntnis auf Seelenebene, ganz viel Kraft auch auf Seelenebene erhält. Und auch dafür spüren wir da ganz tiefe Dankbarkeit, und wenn wir hinschauen, sehen wir, dass sich all unsere Seelen ganz, ganz tief bedanken und eben auch so die Hände vor dem Brustkorb sozusagen halten, in der Dankbarkeitshaltung. Und das, was jetzt passiert, ist, dass Buddha zu jedem Einzelnen von uns kommt und so die Hände uns zeigt, sie zu öffnen, so in eine Lotusform. Und jedem von uns ein besonderes spirituelles Geschenk überreicht. Es können jetzt Formen sein von Lichtkugeln, es können jetzt Formen sein von Kristallen, das können, danke, 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 ein wunderschöner Pinsel sein, das können andere spirituelle, wie sagen wir, so Instrumente sein, die unsere Seele jetzt erhält, um in ihrer Heilkraft zu wachsen. Bei manchen sehe ich Schriftrollen, bei manchen sehe ich Musikinstrumente, bei manchen sehe ich auch so Noten, also Musiknoten. Da will wohl die eine oder andere Seele einfach mehr singen. Und
Wir nehmen dieses Geschenk dankbar an und können so die Hände auf unser Herz legen und spüren, wie dieses Geschenk uns jetzt einfach auf unserer Seelenreise begleiten wird. Und wieder ganz tiefe Dankbarkeit ist spürbar, ist sichtbar. Und wir spüren auch, dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo wir diesen Tempel wieder verlassen dürfen. Wir werden hinausbegleitet. Und jeder geht so zu seinem Bereich, wo er mit der Lotusblüte angekommen ist. Es ist eh der gleiche Bereich und wir bedanken uns nochmal abschließend bei Buddha für diese besondere Einladung an seinen Ort. Verabschieden uns bei Buddha und all den heiligen Wesen dort, all den heiligen Buddhas dort. Und wir setzen uns jetzt in diese Lotusblüte, reichlich beschenkt. Unsere Seele ist so voller Licht und so voller Freude und so voller Leichtigkeit und auch so gestärkt. Wir haben dieses Bild und diese Verbindung zu unserem wahren Selbst jetzt ganz tief verankern dürfen. Und haben einen tieferen Zugang jetzt erhalten zu unserem wahren Selbst. Wir winken nochmal zum Abschied und merken, wie unsere Lotusblüte, beschützt von so einem runden Mondlicht rundherum, jetzt wieder auf Reisen geht, zurück durch all die Dimensionsebenen, zurück durch alle Galaxien hinweg an Sternensystemen. So wunderschön. Zurück in unser Sternensystem. Zurück auf Mutter Erde. Dem Gebäude näher kommend, wo wir sind, in unserem Körper. Und jetzt schließlich ankommend wieder dort, wo wir liegen oder sitzen. Und jetzt werden wir eins wieder mit all unserem Shen Shi Qing. Seele, Herz, Geist und Körper werden eins. Seele, Herz, Geist und Körper werden eins. Seele, Herz, Geist und Körper werden eins. Ja, 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 ja. Ya 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 yo ya he ya ya he yo ya he. Wir spüren, wie jetzt alles sich wieder integriert. Unsere Seele vollständig wieder da ist. Und wenn wir wollen, können wir es schon langsam strecken. Und einfach Danke sagen für diese schöne, 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 schöne Reise. Wir können noch ganz kurz so in uns gehen und reflektieren, was war denn alles da? Und vieles haben wir gehen lassen, das brauchen wir gar nicht bedenken, das ist schon gegangen. Einfach nur
So kurz reflektieren. Wow. Wie viel Licht und Kraft habe ich, alles im Leben zu transformieren, alles im Leben zu heilen, zu stärken. Vielleicht spüren wir auch unsere Seelenaufgabe in uns. Einfach, dass wir da sind, um was Gutes zu tun, dass wir da sind, in jedem Moment Chancen zu sehen, wo wir jemandem Freude machen können, jemandem helfen können und im Großen natürlich Menschen helfen können, gesünder und glücklicher zu werden. Kommt es einfach in Ruhe wieder an. Du kannst jetzt oder auch noch später noch Danke sagen. Wir danken uns bei allen Seelen, die jetzt da waren, die uns unterstützt haben bei der Tao-Kalligrafie, Fu, Xin, bei unserem himmlischen Team, bei so vielen heiligen himmlischen Tieren und natürlich ganz besonders bei dir, Shakyamuni Buddha, Sujamuni Fu. Wir lieben dich und wir sind dir so unendlich dankbar für all dein Licht und all dein Bemühen, um uns so viele tausende Wege zu eröffnen, einfach in der Meditation zu unserem wahren Selbst zu kommen und zu der Kraft, die wir alle in uns haben, uns zu befreien aus diesem, im wahrsten Sinn des Wortes, sinnlosen Leiden, dass es uns gelänge, aus dem aufzustehen und herauszukommen, aus diesem Rad, schlussendlich auch aus dem Rad der Reinkarnation. Einen wunderschönen Geburtstag dir, lieber Buddha. Wir danken dir so sehr und wir senden jetzt alle Seelen wieder an ihre bestimmten Orte wieder zurück. Wir danken euch, lieben euch und sagen Gong Song. Das ist ein chinesischer Ausdruck für kehrt ehrenvoll wieder zurück. Danke, danke, danke. Danke euch allen fürs Dabeisein.